soll im Oktober am Cottbusser Hauptbahnhof angebracht werden. Beim Thema Nachwuchs brennt's bei vielen freiwilligen Feuerwehren. Dabei sind sie ja gerade das Rückgrat in Brandenburg. Wie also Nachwuchs gewinnen? In der Uckermark soll Feuerwehr deshalb jetzt Schule machen. Dafür hat der Kreistag heute eine neue Stelle in der Verwaltung beschlossen für Feuerwehrunterricht, um so Jugendliche dafür zu begeistern. Wie das Ganze aussieht, hat Ricardo Wittig an der EM-Welk-Oberschule in Angermünde beobachtet. Sie ist nämlich Vorreiter. Dort gibt es das Fach schon seit Jahren. Elias Carolo und seine Klassenkameraden lernen heute den Umgang mit dem Feuerlöscher. Bevor wir den Feuerlöscher nutzen können, müssen wir natürlich den Knauf einschlagen. Verteilt sich das Gas innen drin, also dann ist der Feuerlöscher aufgeladen, einsatzbereit. Okay, zumachen. Genau, Visier runter, um anfassen, runter, okay. Jede Woche kommen sie hier ins Depot der Angermünder Feuerwehr. Mit dem Wahlpflichtfach Feuerwehr erhalten sie eine Ausbildung zur Truppfrau oder zum Truppmann. Das Löschen allgemein ist mal Spaß, oder mit den Einsatzfahrzeugen mitzufahren oder die mehr kennenzulernen. Das macht sehr Spaß. Die EM-Welk-Oberschule in Angermünde ist Erfinder des Feuerwehrunterrichts. 12 bis 15 Schüler nehmen jedes Jahr in den 9. und 10. Klassen teil. Seit 5 Jahren läuft das außergewöhnliche Angebot und erste Erfolge sind auch schon da. Ich selber unterrichte ja die Fächer Mathematik und Physik und das sind nicht unbedingt so die Lieblingsfächer der Schüler. Aber wenn man sie hier so erlebt, ist es ganz anders. Sie lernen, sie sind eifrig, sie sind mit Motivation dabei, sie halten zusammen. Wenn sie dann wirklich schon später mal zu kleinen Einsätzen mit dürfen, sie haben ein Leuchten in den Augen, wenn sie davon berichten. Den Anstoß zu dieser Unterrichtsidee gaben die Feuerwehren des Landkreises selbst. Denen fehlt wie anderswo der Nachwuchs. Um gegenzusteuern, will jetzt der Landkreis Uckermark den Feuerwehrunterricht in allen kreiseigenen Oberschulen einführen. Wir möchten erreichen, dass die jungen Menschen sich engagieren, dass sie in einem Alter, wo man auf der Suche ist, Orientierung bekommen. Dahingehend, dass sie sich beschäftigen mit Kameradschaft, auch damit, dass anderen Menschen zu helfen eine sehr, sehr ehrenwerte Beschäftigung ist. Seit 10 Jahren ist der 18-jährige Luis Bormann in der Freiwilligen Feuerwehr. Ehrenamtlich unterstützt er den Feuerwehrschulunterricht. Für einheitliche Lehrpläne erarbeitet er gerade für den Landkreis Vorschläge. Dass Löschen und Retten im Stundenplan vieler Schulen stehen soll, findet er praktisch. Dieser Feuerwehrunterricht hat einen Vorteil, der zeitliche Vorteil. Ich zum Beispiel musste für meine Truppmannausbildung viele Wochenenden, Samstag, Sonntag manchmal nutzen, um den Truppmann zu haben. Und hier können die Schüler es innerhalb ihrer Unterrichtszeit erledigen und haben nachher eine vollwertige Ausbildung. Für die es übrigens auch Noten gibt. Für Elias Carolo ist schon heute klar, er will nach der Schule in die Freiwillige Feuerwehr eintreten. Gucken, Feuer ist aus. Ja, wir wollen über das Thema sprechen mit Heinz Rudolf, Leiter der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt aus Frankfurt-Oder, uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Rudolf. Schönen guten Abend, Herr Langebeck. Schulfach Feuerwehr, ist das ein Vorbild fürs ganze Land? Sollte das landesweit kommen? Ja, das wünschen wir uns. Das ist ein ganz tolles Angebot. Und wenn noch mehr Schulen sich dafür interessieren würden, bislang haben wir ja nur 4 im Land, die das schon anbieten und einige weitere, die sich interessieren dafür. Ich kann nur werben dafür, weil es ist ein tolles Mittel, Nachwuchs zu akquirieren. Scheitert es an der Finanzierung bislang? Ich glaube nicht, weil das Land hat hier wirklich ein tolles Angebot. Es gibt immerhin die Möglichkeit, sich die Mittel für die praktische Ausbildung, die ja sehr kostenintensiv sind, durchs Land fördern zu lassen. Bis zu 80% Förderung sind da drin, die das Innenministerium hier gibt. Und auch das Bildungsministerium beteiligt sich daran, zum Beispiel für interaktive Whiteboards oder andere Lernmittel, die es hier für die es Fördermöglichkeiten gibt. Also aus Ihrer Sicht der Königsweg zur Nachwuchsgewinnung? Es ist ein wichtiger und sehr zielführender Weg, noch mehr Mädchen und Jungen in die Jugendfeuerwehren zu bekommen. Und uns muss es dann natürlich gelingen, die dann zu gegebener Zeit auch in die Einsatzabteilung zu bringen. Müssen vielleicht die freiwilligen Feuerwehren auch attraktiver werden, um gegen andere Freizeitangebote wie Sportvereine oder Musikschule zu punkten? Ja, da haben Sie völlig recht. Die Motivatoren von Ehrenamtlern sind ja nicht monetär. Das heißt, sie haben andere Motivatoren. Und da kann man schon an der Schraube drehen, zum Beispiel durch hervorragende Ausstattung. Auch hier gibt das Land ja ordentlich dazu in Förderprogrammen und auch für die Rahmenbedingungen, die der Träger des Brandschutzes selbst schaffen kann. Da gibt es einige Möglichkeiten. Herr Rudolf, wenn wir Sie heute schon mal hier haben, Sie leiten die Landesfeuerwehrschule. Wie wir berichtet haben, muss das Land in Zukunft sparen. Sind Sie vom Sparkurs bei der Haushaltsplanung 2022 eigentlich auch betroffen?
Nein, sind wir nicht, Gott sei Dank nicht. Da hat die Landesregierung auch klare Prioritäten gesetzt. Wir haben im Gegenteil schon 10 Stellen mehr bekommen mit dem Nachtragshaushalt vorletztes Jahr. Und die Koalition hat sich ja vorgenommen, den Brand- und Katastrophenschutz und insbesondere die Landesschule und technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz weiter zu begünstigen, um hier ein Kompetenzzentrum der integrierten Gefahrenabwehr zu schaffen. Sagt Heinz Rudolph. Dankeschön und Gruß nach Frankfurt. Sehr gerne. Ja, und gleich zur nächsten Baustelle. Ein ökologisches Desaster. Die braune Spree. Seit über einem Jahrzehnt